Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In dem heutigen Video zeigen wir euch, was Affiliate-Marketing bedeutet und geben euch Tipps, wie ihr es für euch nutzen könnt. Affiliate-Marketing ist eine Marketingform, die auf dem Prinzip einer Vermittlungsprovision basiert. Die Grundlage hierfür ist ein Link, der von einem Blogger, Influencer oder Creator verwendet wird, um zu zeigen, wo bestimmte Produkte zu finden sind, die er selbst verwendet oder empfiehlt. Der Link enthält einen speziellen Code, sodass der Händler den Affiliate, also zum Beispiel den Blogger, eindeutig identifizieren kann. Der Affiliate bekommt dann je nach Geschäftsmodell eine Provision für die Vermittlung zwischen dem Kunden und dem Händler. Einige Geschäftsmodelle bezahlen nach Klick auf den Link, andere geben eine Provision für jeden Kauf, der mithilfe des Links abgeschlossen wurde. Schauen wir uns dafür ein Beispiel anhand eines Reiseblogs an. Auf einem Reiseblog wird von einer bestimmten Reise berichtet und für diese ein besonderes Paar Schuhe empfohlen. Der Leser hat vor, genau diese Reise auch in ein paar Wochen anzutreten und möchte dafür die empfohlenen Schuhe kaufen. In dem Blogartikel findet er dafür einen Affiliate-Link, der ihn zur Seite des Händlers weiterleitet, auf der er nun genau das Paar Schuhe findet und es kauft. Für die Vermittlung des Kaufes bekommt der Blogger nun eine Provision, da der Kauf über den Affiliate-Link abgeschlossen wurde, den er in seinem Artikel verwendet hatte. Theoretisch kann Affiliate-Marketing auf jeder Plattform betrieben werden. Jedoch ist aller Anfang schwer und auch im Affiliate-Marketing braucht man Ausdauer und Durchhaltevermögen. Ihr könnt einen Blog, einen Podcast oder einen YouTube- oder Instagram-Kanal starten. Wichtig dabei ist, guten Content zu erstellen und so Reichweite aufzubauen. Vielleicht habt ihr ja auch schon eine Plattform, auf der ihr aktiv seid und auch einige Follower habt. Dann konzentriert euch als nächstes auf eure Inhalte. Denn um mit Affiliate-Marketing erfolgreich zu sein, muss qualitativ hochwertiger Content erstellt werden, in den Affiliate-Links auf natürliche Weise hineinpassen. Das macht ihr am besten, indem ihr die Probleme eurer Follower und Leser löst und nicht einfach nur Links zu Bestseller-Produkten teilt. Außerdem müssen die Leser oder Follower Vertrauen zu euch aufbauen, da sie aufgrund eurer Empfehlung ein Produkt kaufen. Das heißt, dass ihr auch nur die Produkte empfehlen solltet, die ihr auch wirklich gut kennt. Zusätzlich ist es sinnvoll, sich auf eine Nische zu konzentrieren, damit eure Besucher schon im Vorfeld wissen, dass sie bei euch genau das richtige Produkt finden werden. Hinter Affiliate-Marketing steckt also eine Menge Arbeit, die nicht zu unterschätzen ist. Wenn ihr jedoch eine Leidenschaft zu einem bestimmten Thema habt und dadurch Produkte empfehlen könnt, solltet ihr euch Affiliate-Marketing auf keinen Fall entgehen lassen. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt bei den Experten von eBakery melden. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team.